Spektakuläre Handyvideos aus Costa Rica. Am Flughafen der Hauptstadt rutscht eine Boeing 757 von DHL nach einer Notlandung von der Landebahn und zerbricht in zwei Teile. Vorher hatten die Piloten Probleme mit der Hydraulik gemeldet. Die Augenzeugenvideos zeigen, wie das Flugzeug direkt nach der Landung ausrollt, dann aber ins Schleudern gerät, sich um die eigene Achse dreht und in einem Graben neben dem Runway landet. Besonders brisant, das Flugzeug soll Gefahrstoffe an Bord gehabt haben. Die Flughafenfeuerwehr setzt deshalb sofort Schaum ein, um das Ausbrechen eines Feuers zu verhindern. Pilot und Copilot werden nicht verletzt, sie waren die einzigen Personen an Bord. Die Boeing war auf dem Weg von Costa Rica nach Guatemala, musste aber wegen technischer Probleme umkehren. Um Kraftstoff zu verbrennen, kreisten die Piloten noch eine kurze Zeit über den Pazifik und kehrten dann nach San José zurück. Laut der Website Simple Flying ist die Maschine 22 Jahre alt und diente zunächst als Passagierflugzeug für eine taiwanesische Fluggesellschaft, bevor sie 2010 zu einem Frachtflugzeug umgebaut wurde. Seitdem flog sie für eine Frachtfluggesellschaft aus Panama.